Bisschen andam und willkommen zu meinem zur Live Übertragung heute von Nithyananda Adinam hier in Bangalore. Mein Name ist Manisha Puriananda und ich bin eine Schülerin von Nithyananda Paramahamsa Nithyananda Swami. Heute Morgen hat Swamiji eine Live Übertragung gemacht und hat darüber gesprochen über Einheit. Er spricht so viel über Einssein mit ihm. Egal in welcher Hinsicht, ob wir können, er hat uns ja viel eingeweiht in verschiedene Kräfte und er erhöht auch unsere Frequenz. Und alles, was er macht und alles, was er für uns an Visionen hat und unsere höchsten Möglichkeiten sieht, können wir am besten umsetzen, wenn wir mit ihm in die Einheit gehen. Einheit heißt nicht eins sein. Einheit, so wie er das heute auch beschrieben hat, über das LSP-Programm, Living Shuddhadvaita-Programm, bedeutet, dass man sieht, wer er ist. Dass man die Welt durch seine Augen sieht. Was will er für uns? Was will er erreichen für die Menschheit? Und Swamiji hat dazu die folgende Aussage gemacht, dass er sagt, meine Vision ist meine Integrität. Meine Taten, meine Handlungen sind meine Authentizität. Meine Hoffnung ist meine Verantwortlichkeit. Und dass ich für die Menschheit was geschehen bin, dass ich hier bin, das bedeutet das Bereichern der Menschheit. Er spricht hiermit über die vier Kräfte an, diese vier Kräfte, die Basis bilden für all seine Lehren. Integrität, Authentizität, Verantwortlichkeit und Bereichern. Integrität bedeutet, dass wir das zu unserem Wort stehen, zu dem, was wir uns selber geben und das, was wir anderen geben und das als allerhöchstes ansehen. Authentizität bedeutet, dass jede Handlung, die wir machen, von unseren höchsten Möglichkeiten auf unseren höchsten Möglichkeiten basieren und von einem kraftvollen Bewusstsein geleitet sind. Und Verantwortlichkeit heißt, dass ich für alles, was ich um mich herum sehe, verantwortlich bin. Nicht nur für meine eigene kleine Welt und für die Menschen, die ich liebe, sondern für alles, was ich sehe. Und das heißt auch nicht, dass ich jetzt, wenn ich jetzt sehe, dass irgendwo Dreck ist, dass ich jetzt alles selber wegmachen muss, aber dass ich dafür sorge, dass irgendwas passiert. Dass ich sehe, wahrnehme und bereit bin, Handlungen zu übernehmen. Und bereichern heißt, dass jede Handlung, die ich mache, jede Aussage, die ich mache, alles, was ich spreche, etwas dazu beiträgt zum Leben der Allgemeinheit, zum Leben anderer. Und wenn ich jetzt eins sein möchte mit Swamiji, dann heißt das für mich, dass ich auch selber in diese vier Kräfte leben muss. Sonst kann keine Einheit sein. Die Einheit liegt nicht darin, einfach nur zu sagen, oh, ich liebe Swamiji so doll, ich verschmelze mit ihm in Gefühlen. Dann sind wir so basiert auf seinen Körper. Aber er ist so viel mehr als sein Körper. Ja, er ist er sagt, was er ist die Vision für die Menschheit. Und da beziehe ich mich wieder auf diese vier Kräfte, die er gesagt hat. Dass alle in allen Handlungen, in allen Denken, in jedem Wort, was gesprochen wird, immer das höchste, die höchste Frequenz, die größte Klarheit, Reinheit, beste Absicht nur möglich sein kann. Und ich habe sehr viel auch darüber nachgedacht, die Einheit mit Swamiji, so dieses Verschmelzen mit ihm, aber in diesem Space, das heißt nicht so dieses, was man sich so vorstellt, als dieses aus dieser Liebe ist. Natürlich, Liebe ist dahinter, denn
Guru Bhakti, wie wir sagen, ist auch mehr als die zwischenmenschliche Liebe. Das ist so dieses sich selber wirklich hingeben, ohne aufzugeben, zu einem Avatar, der besser weiß, was wir brauchen, um unsere höchste Erfüllung in diesem Leben leben zu können. Und am Montag hatte ich ein Padapuja gemacht. Und danach habe ich Swamiji nur gesagt, ich möchte die Einheit mit dir erleben. Man hat danach, wenn man Padapuja macht, für ihn hat man, fragte hinterher so, what do you want? Und ich war eigentlich gar nicht dafür so vorbereitet. Ich habe mir gar nicht so Gedanken gemacht, was ich eigentlich möchte. Aber das kam sofort raus. Ich möchte die Einheit mit dir erleben. Und er hat gesagt, Tata, hast du? Das heißt, es passiert. Und in dem Moment, seitdem, habe ich so ein erfülltes Gefühl. Ich merke, wie er in mir ist. Und dieser Wunsch, dass ich in meinem Ego immer mehr zur Seite treten kann und sagen kann, okay, Swamiji, lass mich einen klaren Kanal sein für deine Lehren, dass ich das so weitergeben kann. Das ist das für mich, die Einheit zu erleben, dass ich weiß, er spricht durch mich. Ja, alles, was ich weitergebe an Menschen, mit jedem Menschen, den ich spreche, den ich bereichern kann, ist nur durch Swamijis Worte. Durch, dass ich der Kanal sein kann. Und je reiner und je mehr ich mich lösen kann von meinem eigenen Ego, von den Vorstellungen, oh, das mag ich, das gefällt mir nicht, das will ich viel lieber, das mehr und mehr loslassen kann, desto mehr hat mein innerer Raum Platz für Swamiji. Und das ist das, was ich verstehe unter dem Einssein. Und dadurch werde ich dann auch noch mehr Kräfte manifestieren können, in die er mich eingeweiht hat. Es ist schon sehr viel da mit dem Bodyscanning, Remote Viewing, also dass man Sachen, Räume und Häuser sieht, auf Entfernung hinaus. Bodyscanning, dass man den Körper scannen kann, Materie bewegen, aber es gibt noch so viel mehr, da ist noch so viel Raum zum Wachsen und er weiht uns ein in 640 verschiedene Kräfte. Und ja, also das ist jetzt nur so meine Vorstellung von dem, das was ich möchte und was für mich die Einheit mit Swamiji bedeutet. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst einen Kommentar da für irgendwelche Fragen. Ich werde es beantworten. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Nicht allein.